Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir haben ja noch Pflaumen- und Zwetschgenzeit. Ja, und Anne hat ein Rezept von ihrer Mutter rausgekramt. Pflaumenklöße. Ich sag euch, einfach lecker. Kann ich euch sagen, weil wir sie schon gegessen haben. Es gibt heute auch keinen großartigen Abschwan. Serviert haben wir dazu Vanillesoße und Mohn. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen, zum Beispiel braune Butter mit Zimt und Zucker. Bleibt jedem selbst überlassen. Waren auf jeden Fall total lecker. Ja, was gibt's noch sonst zu sagen? Ja, wie gesagt, es gibt keinen Abspann. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. So, ich sag noch Tschüss, schönen Sonntag und jetzt endlich Film ab. Kühnes Kochkanal. Ja, und hier haben wir die Zutaten für unsere Pflaumenklöße. Pflaumen, keine Angst, so viel brauchen wir nicht. Anne macht nachher noch einen Pflaumenkuchen. Ein paar brauchen wir davon. Dann brauchen wir so circa 60 Gramm Weizengrieß, 80 Gramm Mehl, 500 Gramm gekochte Kartoffeln. Vom Vortag wohlgemerkt, die stehen seit gestern Abend schon. Okay. Ja, ein Ei. Pflaumen. Pflaumen hatte ich am Anfang aber schon Ich erwähnt. weiß. Und etwas Salz. Genau. Die Kartoffeln werden wir jetzt noch klein machen, das heißt durch eine Kartoffelpresse drücken und dann geht's weiter. Ja, und wie dürfte es anders sein? Wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen, und zwar, falls die Pflaumen zu säuerlich sind, brauchen wir noch ein bisschen Würfelzucker. Zu unseren kleinen gedrückten, gepressten Kartoffeln kommt nun, ein Dreiviertel Teelöffel Salz. Dann gebe ich unser Ei dazu. So. 60 Gramm Grieß. Und 80 Gramm vom Mehl. Das Ganze wird nun richtig schön zu einem Kloßteig gematscht. Gematscht, genau. Wenn Anne damit fertig ist, sind wir wieder vor Ort. Genau. Der Kloßteig ist fertig. Mit bemehlten Händen oder leicht bemehlten Händen forme ich nun. Ich kann das nicht langsamer. Forme ich nun Klöße. Drücke ich ein bisschen platt. Dann kommt meine Zwetschge, Pflaume, wie auch immer rein. Würfelzucker in die Mitte. Ich hoffe, ich habe genug Kloßteig jetzt. Und irgendwie den Teig drumherum formen. Irgendwie. Seht ihr? Nochmal rund wirken das Ganze. Hier schön zu. Hier machen wir noch ein bisschen drüber, damit es nicht aufgeht. So. Der erste Kloß ist fertig. Und so mache ich jetzt weiter. Hier nun unsere fertigen Klöße. Wir haben 5 Stück daraus bekommen. 4 etwas größere und einer, der ist ein bisschen kleiner geworden. Die geben wir nun in kochendes Wasser und lassen sie gar ziehen. In einem Topf haben wir nun das Wasser erhitzt, etwas Salz reingetan und da gebe ich nun, die kann ich auch so reintun, unsere Klöße rein. So. So. Und darin dürfen die nun 10 bis 15 Minuten gar ziehen. So, eine Viertelstunde Kochzeit ist um. Unsere Klöße schwimmen oben. Die sollten jetzt gar sein. Und dann können wir essen. Kühnes Kochkanal.